Am 30. April 1945 hat der Führer Selbstmord begangen und damit alle, die ihm Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. Getreu dem Befehl des Führers waren wir, deutsche Soldaten, bereit, den Kampf um Berlin fortzusetzen. Obwohl eure Munition zur Neige ging und die Gesamtlage den weiteren Widerstand sinnlos machte. Ich ordne die sofortige Einstellung jeglichen Widerstandes an. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten. Im Einvernehmen mit dem Oberkommando der sowjetischen Truppen fordere ich euch auf, sofort den Kampf einzustellen. Weitling, ehemaliger Befehlshaber des Verteidigungsbereichs Berlin. Bitte ein Glas Wasser. Ну, пошел. Иди, иди, давай. Быстрее, быстрее. Да, залезли. И стоят.